Yo Leute, willkommen bei einem neuen Spielchen. Es ist Mark of the Ninja. Ich spiele es full blind. Gerade geholt das Spiel, jetzt schon als Let's Play. Und ja, jetzt sind wir im Level Tinte und Träume. Bin ich mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Da seht ihr es, Mark of the Ninja. Also wir spielen hier scheinbar, ja, was sehr logisch ist, ein Ninja im Spiel. Okay, Escape, um zu überspringen. Ne, das lassen wir jetzt mal durchlaufen. Damit wir vielleicht schon ein bisschen entdecken, worum die Story hier geht. Nur die Maus sollte ich aus dem Bild tun. So. Könnte es sein, dass wir anfangen? Hey, you. Don't you hear the bell? I'm here to help you. So, rule number one. Ah, ist springen. Ach, da steht doch da oben in der Ecke. Also, da sieht man die Ziele. Warte. Wie sind die jetzt da hochgekommen? Hey. Oder kann ich da gar nicht hoch? Mit A kletter ich auch unter so Sachen drunter durch. So. Momentan stehst du im Dunkeln. Im Hellen bist du sichtbar. Ja, das ist logisch. Stick to the darkness until you find one. Ah. Ah, hier kann ich mich auch hinter verstecken, ja? Ja, ihr seht, das ist jetzt der erste Part, das ist jetzt erstmal ein bisschen. They're coming this way. Ist jetzt erstmal ein bisschen nur um zu gucken, wie alles funktioniert. Du kannst nicht ohne deine Waffe töten. Ja, toll, ich habe gar keine Waffen. Ja, yeah, okay. 200 Punkte bekommen für unbemerkt. Ah ne, da kann ich mich wieder verstecken. Da habe ich aber gerade nichts von, oder? Oh, doch. Da kommen welche. Dann müssen wir uns wieder verstecken. Nochmal 200. 400 sogar für unbemerkt. Hold up. Run. Hold up. Now be able to hear it. Suche nach Ventile. Hey, bah, was mach ich denn? Warum sehen die mich da? Bin ich jetzt tot? Jo, ich war tot. Nächster Versuch. Weil da habe ich leider falsche Taste gedrückt und zack, stand ich oben bei denen. So. Hä? Also, ich muss immer mich ducken, sonst kommt der da nicht durch. Ach so. Get under that ledge. From there, you can pull yourself up. Ah. Kletterhaken. Der Kletterhaken ermöglicht es dir, an Haltepunkten einzuhaken, indem du RB drückst. Da seht ihr zum Beispiel, dass ich das Ganze mit dem Xbox 360 Controller spiele. Ja, das sollte jetzt nicht wieder nach unten gehen. Hä? Suche nach Ventilen. Und jetzt? Kann ich da rein? So, ich bin scheinbar schon mal richtig.
auch wieder durch. So. Das ist was? Yeah! Das Schwert von Tetsuji. Die Leute vom Hisomu-Clan behalten ihre Schwerter in der Scheide, bis sie mit nur einem Schlag töten können. Dieses Relikt des Clan-Gründers wurde über hunderte von Jahren aufrechterhalten. Ja. Now you're ready to kill. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. Good work. Zack! But remember, ich wusste jetzt gar nicht, ob ich das machen sollte, aber ich habe es einfach mal gemacht und es war scheinbar richtig. Oh, da kann ich mich wieder verstecken. Und zack! Der nächste Tod. Wie unvollendeter Mord. Geh aus dem Sichtfeld und versteck dich, wenn du entdeckt wurdest. Das ist klar. Ja. Dann hier muss ich runter. Wo ist meine Partnerin, sag ich mal, denn jetzt hin? Ah, da unten kriege ich scheinbar neue Waffen. Pfeile. Normale Pfeile aus Bambus. Gut geeignet zum Zerbrechen von Dingen und Ablenken von Personen. Feinde können sie aber nichts anhaben. Ja. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Wenn ich das jetzt halten, was passiert dann? Ja, drücke ich doch Ziele auf eins davon. Ja, hä? So, und dann loslassen. Ah. Trifft beide Ausrüstungen gleichzeitig. Wie soll ich das denn machen? Ah. Türentriegelung. Was war das denn jetzt? If you need more cover, you could always destroy the lights. But shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. Ah. Ja. So. Hey, what was that? Huh? The light's broken. Hey, eyes on target. Hey, spring doch da hoch! Ich bin tot, oder? Ja. Ach, falsche Taste schon wieder gedrückt. Darum konnte ich da nicht hochspringen. So. Jetzt schwingen wir uns mal erstmal hier oben rum überall. So. Und jetzt sind wir hier ganz oben irgendwo. Ah, hier ist wieder was. Artefakt zurückgeholt. So. Gehen wir erstmal wieder hier runter, weil ich nämlich nicht weiß, ob ich hier oben überhaupt richtig bin. You hear that? Nee, weißt du, alles schwer. So. Bah, weg ihr!
So, scheiße. Das war wirklich scheiße jetzt. Ey, pack doch dein Schwert aus, Mann! Ey, das kann doch nicht sein! Ich weiß nämlich nicht, wie ich sonst hier durchkommen soll. Oder ob ich überhaupt hier lang muss. What are you doing? Were you gonna walk right up and say hi? Hey, what are you doing? Ja, was soll ich? That tree and we can swing over them. Who's up there? Hey, ich meinte jetzt. Hä? Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? So, hier hoch und dann sagt ihr, die können wir einfach hier oben drüber. Ach so, das habe ich eben gar nicht gesehen. Lol. Alter. Ah, jetzt nimmt er das Schwert. Tod eines Bauern. So. Hä? Wir kommen jetzt runter, wir müssen weiter. Tötung mit Objekt, 1200 Punkte. Wunderbar. So, hier wieder hoch. We need to make him look. So, erstmal die Lampe da oben zerstören. The other way. Hä? Oh, toll. War ja ein super Plan, den ich da hatte. Muss ich gucken, ob ich da anders weiterkomme. We need to make him look the other way. Da ist scheinbar nicht the other way. Pfeile können Wachen nicht verletzen, aber sie erregen ihre Aufmerksamkeit. Da, komm! So, jetzt sind wir an der Wache schon mal vorbei. Don't open it yet. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Ja, wie soll ich das denn machen? Rauszufinden, was auf der anderen Seite ist. So, jetzt die Lampe auch noch kaputt machen. So. Gehen wir mal nach oben. Hier können wir wieder durch. Ah ne, mit A müssen wir da durch. Da wieder diese Krähen. Ich weiß nicht, was das mir mal sagen soll. Scheinbar muss ich da unten wieder an den Wachen vorbei. So. Alarm ausgelöst. Entdeckt. Ja super, wie lange geht das denn?